Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der F1 My Team Karriere. Es ist das erste Video, was ich nach meinem Urlaub aufnehme. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und wir sind hier heute in Imola, einer traditionreichen Strecke, und werden in dieser Folge, wie schon im Titel gesehen, das Sprintrennen machen. Und vielleicht noch das Rennen, je nachdem wie lang das Sprintrennen dauert. 5 Runden, das dauert 15 Minuten. Dann in der nächsten Folge, denke ich, werden wir das Rennen angehen. In dieser Folge das Qualifying und das Sprintrennen. Und das sind wir auf einer traditionreichen Strecke. Wir wollen hier natürlich von Beginn an alles geben. Und hier von Beginn an einen guten Platz erreichen. Wir werden es sehen. Volle Konzentration ist hier geboten. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen werden. Hier beim großen Preis von Imola von Italien. Oder beim großen Preis von Reggio Emilia. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen wieder hier. Ich habe 3 Wochen lang kein Formel 1 mehr gespielt und überhaupt keine Videos mehr aufgenommen. Der ein oder andere Versprecher verzeiht es mir. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Videos unterhalten kann und es euch gefällt. Vielen Dank auch übrigens für 179 Abonnenten. Ihr seid wirklich eine sehr gute Community. Ich freue mich immer wieder, die Videos mit euch teilen zu dürfen. Wir sind auf Platz 22, kein gutes Resultat. Wie gesagt, trotzdem, das macht nichts, denn wir haben ja einen guten Platz oder gute Plätze in den ersten 3 Rennen erzielen können. Platz 6 in Bahrain, Platz 8 in Saudi-Arabien, Platz 6 dann wieder in Australien. Und jetzt Platz 22 im Sprintrennen. Wir werden sehen, wie wir am Ende schneiden werden. Hier nochmal Bonuspunkte. Aktueller Rang ist jetzt 9. Am Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Perez, Verstappen und Charles Leclerc. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, die beiden Zehnern auf 21 und 22, das ist schon okay. Das ist schon okay. Wie gesagt, es ist eine sehr schwierige Strecke. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Jetzt werden wir das Rennen von Reggio Emilia angehen. Oder das Sprintrennen zumindest. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und daneben steht Max Verstappen. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Sainz, Lewis Hamilton und Russell, Norris, Fernando Alonso, Ricciardo und Valtteri Bottas, Magnussen, Ocon, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher, Gasly, Albon, Sebastian Vettel und Lance Stroll, Joe, Latifi, Oscar Piastri und ein Wagen des neuen Teams. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich weiß, dass dieser Grand Prix ein Heimrennen für dich ist, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Volle Konzentration, let's go, rein geht es ins erste Heimrennen der F1 Karriere. Und wir starten sehr gut. Wir starten sehr gut hier, kommen sehr gut weg. Wir bleiben erstmal hinter Piastri und Latifi. Keine unnötigen Fehler machen hier. Ja, das passiert. Ja,
Das ist echt kein einfaches Rennen. Oder keine einfache Strecke. Da ist Vorsicht bis zur letzten Sekunde geboten. Das soll jedem klar sein hier. Ja. Wenn die KI mal nicht unnötig abbremsen würde, wird es ein angenehmes Rennen werden. Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Eieieiei, sorry Leute. Da muss ich kurz wieder eine Rückblende machen. Eieiei, was habe ich denn dort gemacht? Imola, keine einfache Strecke. Komm her. Immer wieder Piastri, der uns im Weg steht. Ich denke, das wird leider kein gutes Ergebnis. Platz 21 zumindest nicht letzter, auch wenn ich gegen Show unnötig gefahren bin. Jetzt geht es gegen Vettel, ihn zu überholen auf der Geraden, wenn uns natürlich die Möglichkeit ergibt, wenn natürlich sich die Möglichkeit ergibt, dann natürlich müssen wir angreifen. Aber jetzt sind wir ziemlich weit weg von Vettel und der ganzen Kolonne. Und Vettel gegen Show, der Kampf um Platz 19. Wir dürfen keine unnötigen Fehler hier machen. Wir müssen erstmal versuchen, irgendwie Show zu überholen, und das ist nicht einfach. Piastri könnte auch an uns vorbeikommen. Wir haben nicht die nötige Pace, an Show vorbeizukommen. Das ist leider in der ersten Saison etwas schlecht, auch wenn wir einen Ferrari-Motor haben. Trotzdem ist es natürlich nicht einfach. Wir befinden uns bereits in der dritten Runde. Und viel geht hier leider nicht. Wir haben das Qualifying total verschlafen und leider müssen wir uns mit einem eher schlechteren Platz begnügen als in den ersten drei Rennen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, andere Strecken, vielleicht das Rennen dann ist besser. Wir werden es sehen. Das wird leider nichts, Leute. Das wird leider nichts. Piastri überholt uns jetzt auch noch. Das ist leider nicht gut. Wir müssen dranbleiben. Jawohl. Wir haben Piastri hier überholt. Und das Auto fühlt sich auch ziemlich schwer an hier. Das ist leider so. Das Auto fühlt sich echt schwer an. Die KI ist auch echt schwer. Ich glaube, dass sich sogar die KI-Stufe etwas runter machen werde. Also runter stell. Weil das ist echt nicht einfach, hier einen Platz halten zu können.
Ziel ist natürlich Platz 19, aber ob wir das erreichen, ist die andere Frage. Jetzt vielleicht mal gegen Show, aber wir haben nicht die Pace, das Auto fühlt sich in den Kurven schwer an, das Auto fühlt sich langsam an, da können wir nichts machen. Und dann kommt auch noch dazu, dass die KI etwas dumm fährt, auf gut Deutsch gesagt, die bremsen viel zu spät und drum wird es hier leider nur Platz 21 und dann treffe ich auch noch die Bande. Eieieiei. Zumindest nicht letzter. Zumindest jetzt hier den Teamkollegen schlagen. Das ist das Ziel. In der nächsten Folge dann das Rennen. Nach der Valencia-Folge kommt dann das Rennen in Imola. Mit einem hoffentlich besseren Verlauf. Weil ich bin heute auch ziemlich zeitlich beschränkt. Und Sergio Perez gewinnt den Sprint. Von Emilia Romagna. Und es wird Platz 21. Leider kein gutes Ergebnis. Zumindest haben wir Piastri geschlagen. Carlos Sainz, Fahrer des Tages. Und klar, war es kein gutes Ergebnis. Hier nochmal beendete Runden und dann nochmal der Bonus. In der nächsten Folge dann der große Preis oder das Rennen dann. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein, denn er macht weiter an der Spitze der Rangliste Boden gut. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Nach diesem Sprintrennen steht die Startaufstellung für das große Rennen morgen fest. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, denn es wird mit Sicherheit ein großartiges Rennen. Zumindest muss ich sagen, mit Platz 7 bin ich in der Fahrerrangliste ziemlich zufrieden. Ich habe mir echt Schlimmeres vorgestellt nach diesem Ergebnis. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Fernando Alonso. Und ...12 Punkte vor Esteban Ocon. Also das ist ziemlich gut. Wir sind 4 Punkte entfernt von George Russell. Und in der Konstrukteurliste stehen wir auf Platz 5. Vor McLaren, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams, Aston Martin und Haas. Haas, Aston Martin und Williams haben noch keine Punkte. Wir haben mit 20 sehr gute Punkte und ein überraschendes Ergebnis mit Platz 20. Max Verstappen führt die Rangliste an mit 85 Punkte. Wir sind auf Platz 7. Wo steht unser Teamkollege? Er ist auf Platz 22, okay. Ich würde sagen, ich werde jetzt schnell das Thumbnail machen und dann sehen wir uns wieder im Menü. Somit schaut es in der Teamanerkennung folgendermaßen aus. Wir sind auf Stufe 4, Piastri auf 6. Okay. Dann würde ich sagen, das Rennen werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Das Training werde ich immer wieder überspringen, werde euch nur das Qualifying, das Sprintrennen und das Rennen zeigen. Und dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns zum Rennen in Imola in der nächsten Folge. Bis dahin macht es gut, bleibt am Ball, morgen kommt eine Folge der Planet Coaster Serie und dann bin ich raus, macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.